Felsenanhöhe, die hoch über das Bett des Flusses Vltava emporragt, wurde lange vor der Entstehung der ältesten Teile der heutigen Burg und des Schlosses besiedelt. Die erste Ansiedlung auf der Schlossanhöhe stammt aus der Bronzezeit. Die ursprüngliche gotische Burg wurde vor dem Jahre 1250 gegründet. Von den Herren von Krumau, einem der Zweige des mächtigen Hauses der Witigonen mit dem Wappen der fünfblättrigen Rose. Nachdem die Herren von Krumau im Jahre 1302 ausgestorben waren, erbten Verwandte die Burg, die Rosenberger. Das Haus Rosenberg hatte seinen Sitz hier bis zum Jahre 1602. Mit ihrem Namen und drei Jahrhunderten ihrer Regierung ist die Zeit der größten Blüte der Burg und der Stadt verbunden. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bekam die Burg die Gestalt einer monumentalen und prunkvollen Renaissance-Residenz. Zu dieser Zeit waren die Herrscher des Rosenberger Dominiums führende Persönlichkeiten des böhmischen Adels, gebildete Humanisten, Mäzene der Kultur und Kunst, fähige Politiker, die die höchsten Ämter im Königreich Böhmen ausübten. Im Jahre 1602 kaufte die Krumauer Herrschaft Kaiser Rudolf II. Von Habsburg die Burg. Kaiser Ferdinand II. Von Habsburg widmete dann den königlichen Besitz dem Fürsten Johann Ulrich von Eggenberg, dem Vertreter eines österreichischen Fürstengeschlechts. Erst in der dritten Generation dieses Geschlechts machte sich Johann Christian I. von Eggenberg darum verdient, dass seit den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts das wirtschaftliche und künstlerische Leben und die Bautätigkeit hier intensiver wurde. Und das Schloss Český Krumlov von der provinziellen Rückständigkeit, wirtschaftlichen und künstlerischen Stagnation während des Dreißigjährigen Krieges befreit wurde. Johann Christian I. von Eggenberg hat aus Český Krumlov einen repräsentativen Barocksitz gemacht. Die Eggenberger sind ohne Nachkommen im Jahre 1719 ausgestorben. Und nach Krumlov kam eine neue Dynastie, das Fürstenhaus Schwarzenberg. Schon in der zweiten Generation dieses Geschlechts trat die schöpferische Persönlichkeit des Josef Adam zu Schwarzenberg hervor. Der tüchtige Unternehmer und große Kunstliebhaber machte sich um den großzügigen Umbau des Schlossareals verdient. Durch die Neigung zur Kultur der Kaiserresidenz in Wien wurde die Baurealisation und das Kulturleben im Schloss um Kulturanregungen von europäischer Bedeutung bereichert. Schon am Ende des 18. Jahrhunderts und dann besonders im 19. Jahrhundert setzte eine lange künstlerische und ökonomische Stagnation ein. Und nach der Mitte des 19. Jahrhunderts verlor das Schloss Český Krumlov die Rolle des Hauptsitzes des Zweiges der Schwarzenberger aus Krumlov und Hlubka. Im 20. Jahrhundert wurde es nicht einmal regelmäßig bewohnt.
Im Jahre 1947 wurde der Schwarzenberger Besitz einschließlich Český Krumlov in das tschechische Landesvermögen übertragen. Und nach der Aufhebung der Landesordnung ging er im Jahre 1950 in den Besitz des tschechoslowakischen Staates über. Die Blütezeit des Schlosses Český Krumlov war in der Zeit der Renaissance. Die Vormundschaftsregierung von Peter Vogt von Rosenberg. Über die Kinder seines Bruders Jost und seiner Ehefrau Anna Rosenberg. Geborene von Rogendorf hat die Zeit der Hochblüte des Rosenberger Dominiums vorgezeichnet. Die kam mit dem Antritt der letzten Generation der Rosenberger. Der Brüder Wilhelm von Rosenberg und Peter Vogt von Rosenberg. Sowohl der alte Ursprung des Geschlechts, das ausgedehnte und wirtschaftlich rentable Dominium, als auch persönliche Fähigkeiten prädestinierten besonders den Älteren der Brüder, Wilhelm, zu einem schnellen gesellschaftlichen und politischen Aufstieg. Wilhelm begann seine Karriere dadurch, dass er den Namen des Rosenberger Geschlechts rehabilitierte und seiner Familie die führende Stellung unter den Adelsgeschlechtern in den böhmischen Ländern zurückgab. Von 1550 an, als er als Knabe in königliche Dienste eingetreten war, erreichte Wilhelm nach und nach bedeutende Würden. Und im Jahre 1570 wurde er zum höchsten Prager Burggrafen ernannt, als zum Vertreter des Königs im Lande, und er dachte auch daran, die polnische Krone zu gewinnen. Im Jahre 1585 hat ihm der spanische König Philipp II. Den Orden des Goldenen Vlieses verliehen. Ausgezeichnete diplomatische Fähigkeiten hat er bei innerstaatlichen Streitigkeiten und als Mitglied der kaiserlichen Gesandtschaften bewiesen. Durch seine Herkunft und dank seiner 4 Trauungen wurde Wilhelm von Rosenberg mit den bedeutendsten Geschlechtern des böhmischen, österreichischen, deutschen, spanischen, italienischen und polnischen Adels verwandt. Die Erträge der Rosenberger Domänen, die neue Weise des Wirtschaftens und auch Zahlungen, die aus den blühenden Rosenberger Städten in die Adelskasse geflossen sind, ermöglichten Wilhelm, einen pompösen Lebensstil zu führen und Mäzen in Wissenschaft, Musik, Literatur und bildender Kunst zu sein. Das Schloss in Český Krumlov bekam unter Wilhelm von Rosenberg das Aussehen einer monumentalen, prunkvollen Renaissance-Residenz und wurde zugleich das kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zentrum des ausgedehnten Rosenberger Dominiums. Der Rosenberger Herrscher stand an der Spitze des aristokratischen Hofes, umgeben von den Mitgliedern seiner Familie, Höflingen, Hofdamen und von einer Menge von Beamten, Kammerdienern, Edelknechten, Dienern, Gelehrten und Künstlern. Wilhelm wurde schon in seiner Jugend durch die Pracht und Kultur des Italiens der Renaissance beeindruckt,
dass er während der Reise des böhmischen Adels in den Jahren 1551 bis 1552 zur Begrüßung der Ehefrau des zukünftigen Kaisers Maximilian II., Marie von Spanien, kennengelernt hatte. Nach der Rückkehr nach Böhmen begann Wilhelm von Rosenberg mit dem großzügigen Umbau der alten Familienresidenz. Unter der Leitung italienischer Meister. Die mächtige gotische Burg wurde so umgebaut, dass sie den Vorstellungen des Renaissance-Magnaten am nächsten kam. Mit Malerarbeiten im Inneren und auf dem dritten und vierten Schlosshof war wahrscheinlich der Rosenberger Hofmaler Gabriel de Blonde beauftragt. Die Krumauer Schlossresidenz hatte ein ausgedehntes System von überdachten Gängen, die durch die Häuserdächer führten, bis hin zum Schlossgarten. Das ganze Territorium des Schlossgartens ist mit einer Mauer umgeben. Der Garten war in der Vergangenheit durch einige Tore aus dem eigentlichen Schloss zugänglich. Die Winterreitschule ist ein einfacher Blockbau mit einem Mansardendach. Sie liegt an der westlichen Ecke des Schlossgartens. Die Winterreitschule waren die Stallungen für die Pferde. Vom Schloss aus hat man mehrere Aussichtsterrassen mit einer wundervollen Aussicht auf die Stadt. Auch ein Spaziergang durch die historische Altstadt von Český Krumlov lohnt sich. Und zum Abschluss kann man sich mit böhmischer Küche verwöhnen lassen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.